Meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung an Matthias Schirmer und Frau Graf-Litscher. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich hier in dieser Runde mal mein Buch, meine Erkenntnisse auch präsentieren kann. Das ist sehr gut. Ja, Sie kennen alle WhatsApp, dieses App, mit dem man Kurznachrichten verschicken kann, ähnlich wie mit SMS, mit dem Handy. Und ja, vor einiger Zeit hat ein holländischer Internetprovider beschlossen, WhatsApp kurzerhand zu sperren, dass seine Kunden das Produkt nicht mehr nutzen können. Und der Hintergrund, warum er das getan hat, ist relativ klar. WhatsApp ist eine Konkurrenz für den SMS-Dienst. Mit SMS hat man Umsatz gemacht, WhatsApp läuft übers Internet und ist entsprechend gratis. Mindestens verdient er selber nichts daran, der Provider, und da hat man diese unliebsame Konkurrenz einfach ausgeschaltet. Das hat dann in Holland ein bisschen für Aufruhr gesorgt, weil da nämlich einige Leute im Parlament halt auch dieses WhatsApp gebraucht haben und sich dann geärgert haben, entsprechend, dass das nicht funktioniert. Und dann hat man relativ schnell ein Gesetz gemacht, das heute zu den schärfsten Gesetzen in Europa gehört, eben um solche Fälle, solche Diskriminierungen oder solche Sperren von Internetanwendungen oder auch von Internetinhalten eben zu verbieten. Um diese Fälle, um solche Fälle geht es bei der Netzneutralität. Schauen wir uns das an. Netzneutralität in einem strikten Sinn bedeutet nämlich, dass aller Datenverkehr auf dem Internet genau gleich zu behandeln ist. Das heißt vor allem, dass Internetprovider, Internet Access Provider, also beispielsweise die Cablecom oder Swisscom, bei der Sie zu Hause den Internetanschluss kaufen, dass diese Provider eben den Internetverkehr gleich behandeln, dass sie sich neutral verhalten gegenüber den verschiedenen Produkten, die auf dem Internet sind. Auf diese Weise, auf diese neutrale Weise hat das Internet bisher funktioniert. Das hat sich aber in den letzten Jahren geändert. Eine Untersuchung der GEREC, des Gremiums der europäischen Telekom-Regulierer, hat gezeigt, dass in einem großen Teil der europäischen Länder eben solche Netzneutralitätsverletzungen, wie wir sie gesehen haben, mit WhatsApp vorhin, vorkommen. Ein weiterer Fall neben diesem Instant Messaging, diesem Fall von WhatsApp, ist beispielsweise, dass man Internettelefonie oder Voice over IP, wie man auch sagt, dass man diese Dinge sperrt. Also ich kann mit dem Handy vielleicht einen ein Flatrate-Abo kaufen, wo ich Internet surfen kann, so viel ich will, aber gewisse Dinge im Internet und trotzdem nicht. Das ist etwas, das relativ häufig vorkommt, heute in Europa. Es gibt verschiedene Arten von Verletzungen der Netzneutralität. Ich habe das versucht, ein bisschen auszusortieren, da gibt es natürlich dann auch Übergänge dazwischen. Zu oberst sehen wir Beeinflussung von Anwendungsmärkten, also wenn ein Internetprovider versucht, Einfluss zu nehmen auf diese Märkte, zum Beispiel den Markt für Internet-Messaging, wo eben WhatsApp auch drauf ist, indem man zum Beispiel gewisse Produkte einfach mal blockiert, indem man sie verlangsamt. Ich habe schon von Internettelefonie gesprochen, es gibt zum Beispiel deutsche Anbieter, da können sie mit dem Handy nicht Skype-Telefone durchführen. Da haben wir einerseits diese technischen Eingriffe, wo blockiert wird. Andererseits haben wir aber auch Fälle, wo eben nicht technisch eingegriffen wird, sondern eher auf eine kommerzielle Art und Weise Einfluss genommen wird. Das ist in der Schweiz unterdessen schon ein paar Mal der Fall. Hat zum Beispiel Orange hat ein bestimmtes Abo für Junge, wo man ein Datenlimit drin hat, ein Volumenlimit, ich weiß es nicht, 500 Megabyte oder 1 Gigabyte. Größenordnung. Und da gibt es bestimmte Anwendungen, die sind von diesem Limit ausgenommen. Zum Beispiel Zattoo, Konkurrenzprodukt von Herrn Zekri. Wenn Sie das nutzen auf dem Orange-Handy mit dem entsprechenden Abo, dann zählt das nicht fürs Datenvolumen. Das hat für die Konkurrenz aus meiner Sicht sehr ähnliche Folgen wie eine Netzsperre. Es wird schwieriger für die Konkurrenz in diesen Markt reinzubringen, sich zu behaupten gegen diese Konkurrenten, die eben diesen Spezialdeal haben da mit dem Provider. Also Orange ist da nicht der Einzige, auch Swisscom macht solche Dinge und Sunrise kürzlich ebenfalls angefangen. Das sind diese ersten Fälle Beeinflussung von Anwendungsmärkten. In einem zweiten Fall geht es um Eingriffe in die Priorisierung von Datenströmen auf dem Netz. Ich habe am Anfang gesagt, das Internet ist, das war bisher neutral und hat überhaupt nichts gemacht, einfach was gekommen ist, hat man durchgeleitet. Jetzt neu
gibt es die Möglichkeit, bestimmte Datenströme schneller durchzuleiten oder bestimmte Datenströme zu verlangsamen. Ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause habe ich einen Swisscom-Fernseher, Swisscom-TV, Anschluss, und wenn ich Swisscom-TV schaue, werden diese Daten werden priorisiert übertragen. Das heißt, wenn ich gleichzeitig einen Download mache über das Internet, wenn ich gleichzeitig im Internet surfe, dann stört das dieses Fernsehsignal nicht. Das Fernsehsignal kommt über die gleiche Leitung rein wie das Internet beim Swisscom-TV. Es ist auch so, dass das nötig ist. Wenn Sie diese Priorisierung nicht haben, je nachdem, wenn ich zu viel mache auf dieser Leitung sonst noch, dann fängt das Bild an zu schocken. Das ist, um eine bestimmte Qualität zu erreichen, sicher hat das gewisse Vorteile. Das Angebot von Herrn Zecchi nutzt solche Mechanismen nicht, ganz vielleicht, ich weiß nicht, nachher schnell sagen, wie er das macht, damit es eben nicht braucht. Beim Swisscom-Angebot braucht es diese Priorisierung. Man spricht bei solchen priorisierten Diensten auch von Spezialdiensten oder Special Services. Also wenn Sie diesen Begriff hören, dann sind das diese Fälle, das Swisscom-TV. Wie gesagt, gibt es auch das Gegenstück, dass man nämlich bestimmte Anwendungen gezielt bremst. Wenn Sie Sachen haben wie Peer-to-Peer-Tauschbörsen, also wenn Sie Musik-Tauschbörsen haben auf dem Internet, dann braucht das relativ viel Daten. Da gibt es Internetprovider, die sagen, ja, das sei eine zu große Belastung fürs Internet oder für den Internetanschluss des Kunden. Andere Angebote würden nicht mehr durchkommen. Kunden, die das nicht nutzen, hätten ein schlechteres Internet deswegen. Und deshalb werden diese Produkte dann gebremst. Das ist quasi das Gegenstück zu dem, was die Swisscom macht, dass man einfach einzelne Datenströme ein bisschen langsam macht oder sogar ganz abklemmt. Das ist in den USA passiert, im Comcast. Fall, da gab es einen Entscheid dazu. Kommen wir noch zum dritten Fall. Also übrigens das zweite, was ich da sage, ist dieser Begriff Netzwerkmanagement, dass man gezielt versucht, eben Staus auf dem Internet zu bekämpfen. Kommen wir noch zum dritten Fall. Das ist einfach, wenn ein Telekom-Anbieter ein bisschen mehr Geld verdienen möchte, dann sucht er sich nach alternativen Einkommensquellen, und dann sieht man plötzlich, da gibt es auch eine Gegenseite auf dem Netz, es gibt nicht nur die eigenen Kunden, sondern es gibt auch die Leute, die Produkte anbieten über das Internet. Und da hält man dann die Hand hin. So hat der Deutsche, der René Obermann von der Deutschen Telekom, hat mal gesagt, ja, Google nutzt eigentlich auch unsere Leitungen, nicht nur unsere Endkunden. Und deshalb sollte Google eigentlich auch etwas zahlen, damit wir hier Daten zu den Endkunden durchleiten. Einfach, wer nicht zahlt, der bekommt keinen Durchgang mehr zum Endkunden, wenn man es so macht. Ist aber im Moment eigentlich kein großes Thema, wir sind es in der Schweiz nicht. Was passiert ist, ist vor allem in den USA ein relativ aktueller Fall mit Netflix. Das ist so ein Videoanbieter, wo sie Video on Demand, also eine virtuelle Videothek haben. Der hat je länger mehr Mühe gehabt mit der Datenübertragung zu seinen Endkunden, und man hat dann gesehen, dass einfach diese Anschlüsse immer ein bisschen mehr gedrosselt wurden, und der wurde mittlerweile gezwungen von zwei großen Telekom-Anbietern eben denen wirklich Geld zu geben, um wieder eine brauchbare Qualität zu erreichen. Das ist die Entwicklung in Europa. Gut, Ziel des Vortrags ist, kurz zu sagen, welches die ökonomischen Argumente sind für oder wider eine Regelung der Netzneutralität. Vielleicht zuerst Argumente dafür. Die ersten beiden ganz kurz. Zuerst geht es natürlich um verfassungsmäßige Rechte, es geht um Informations- und Medienfreiheit der Endkunden mal. Das ist ein Argument, das sehr stark ist heute in der politischen Diskussion auch. Es geht auch um die Freiheit der Anbieter, die auf dem Internet sind, also Skype oder Medien wie eine NZZ etc. Die haben auch ein verfassungsmäßiges Recht, eben ihre Inhalte an den Mann zu bringen. Da geht es um Medienfreiheit. Und wenn ein Provider diese beschränkt, dann stellt sich die Frage, ob der Staat da eingreifen soll. Das zweite Argument ist das klassische Wettbewerbsrecht. Es ist so, dass der Provider eigentlich auf der Leitung steht, die zu seinem Kunden geht. Und das führt zu einer Art Monopolsituation, die man auch wettbewerbsrechtlich eigentlich anschauen kann. Und wenn jemand diese Monopolsituation missbraucht, also den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung, kartellrechtlich gesagt, kann es sein, dass das der Wettbewerbskartellgesetz verletzt. Das ist eine Argumentation in diesem Zusammenhang. Ich bin der Meinung, dass man grundsätzlich so argumentieren kann im Bereich Netzneutralität.
Nur ist das Problem, dass das Kartellgesetz sehr träge ist, sehr schwerfällig ist und gerade kleinere Unternehmen haben sehr große Mühe, sich solche Verfahren überhaupt zu leisten. Und deshalb bin ich der Meinung, stellt sich eben auch die Frage nach einer spezialgesetzlichen Lösung. Dann gibt es noch dieses dritte Argument, Innovation bei Anwendungen und Inhalten, und das ist eigentlich das Hauptargument für eine Regelung der Netzneutralität, die heute, das heute im Raum steht. Viele Leute gehen davon aus, dass das Internet heute eben als Innovationsmotor so gut funktioniert, weil es eben offen ist, weil sehr viele Anbieter mit sehr wenig Aufwand in diesem Internet auftreten können und dort ihre Produkte anbieten können. Also diese Freiheit, diese Freedom to Innovate eigentlich ist ein Grund aus dieser Perspektive, warum eben diese Netzneutralität so wichtig ist. Vielleicht können wir da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Man kann sich überlegen, es gibt verschiedene Vorstellungen, wie Innovation funktioniert oder ökonomisch. Das habe ich mir in meinem Buch angeschaut. Es gibt die, ich sage es mal, traditionellen Vorstellungen, Neoklassik, und da stellt man sich eigentlich vor, einen rationalen Akteur auf dem Markt, der ein Produkt oder eine Innovation sieht und sich schon ungefähr ausmalen kann, wie das auf dem Markt ankommen wird, die Chancen dieser Innovation beurteilen kann. Das ist mal das eine, diese neoklassische Perspektive. Wenn man sich da überhaupt in der Neoklassik den technischen Fortschritt anschaut. Häufig ist das auch einfach etwas, das man ausblendet und sagt, es geht letztlich um Gleichgewichtsökonomie. Das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir einen evolutorischen Ansatz, wie man sagt, und hinter diesem evolutorischen Ansatz steht diese Vorstellung von Schumpeter von schöpferischer Zerstörung. Das haben Sie vielleicht schon mal gehört. Schöpferische Zerstörung, Vorstellung, dass halt Neues aufkommt und wenn sich ein Unternehmen nicht bewegt, dass es dann im Laufe der Zeit verschwindet, dass ein Produkt überholt wird, dass es im Laufe der Zeit verschwindet und eben durch eine Neuschöpfung der technische Fortschritt weitergeht. Evolutorisch an diesem Ansatz ist, dass man eben nicht von rationalen, von informierten Akteuren ausgeht, sondern dass man von einer Fortentwicklung ausgeht in einem Zustand der Unsicherheit. Also die Unternehmen, die auf einem solchen Markt sind, die wissen nicht nach diesem Konzept der schöpferischen Zerstörung, wie das am Schluss rauskommt mit ihrer Idee. Die irren sich auch, oder die täuschen sich, sie kopieren vielleicht Ideen, die schon da sind und laufen damit ins Verderben. Nach dieser Vorstellung ist Innovation eigentlich damit mehr etwas, mehr ein Spiel von Versuch und Irrtum. Es geht darum, ähnlich wie in der biologischen Evolution, dass sich Ideen entwickeln und die müssen sich bewähren und die sterben wieder ab oder die entwickeln sich, blühen auf. Oder das ist die Idee der Innovation, wie heute sehr viele Ökonomen sie auch sehen. Das ist auch eine Idee, die dahinter steht im Bereich Netzneutralität. Vielleicht auch einen Schritt weiter. Die nächste Frage ist dann, wie soll ein Markt aussehen, damit Innovation stattfinden kann auf diesem Markt. Wenn Sie den alten Schumpeter sehen oder fragen, der hat gesagt, das muss ein Oligopol sein. Da müssen ein paar wenige große sein, die haben auch das Kapital, um die großen Dinge anzuweisen und durchzusetzen. Und wenn die dann wirklich im Wettbewerb stehen miteinander, dann geht es schnell vorwärts. Was er nicht gesehen hat, ist diese Vorstellung, dass ein einzelner Akteur ja eigentlich genau nicht weiß, wie es weitergeht, genau nicht wirklich abschätzen kann, ob sein Produkt gut ist, ob es auf dem Markt ankommt. Und der spielt es jetzt eine Rolle, oder spielt es eben jetzt genau keine Rolle, wie groß ein beteiligtes Unternehmen an diesem Markt ist. Wenn ein kleines Unternehmen eine gute Idee hat, mindestens in einem Markt, wo eben nicht sehr viel Kapital nötig ist, wir reden ja nicht von AKWs, wir reden hier von kleinen Dingen, von Internetanwendungen, von Websites, von Blogs, von was auch immer, solchen Dingen, wo sie mit relativ wenig Kapital in den Markt reinkommen, da kann eine große Anzahl von kleinen Unternehmen eigentlich den technischen Fortschritt schneller vorwärts bringen. Und zwar ganz einfach, es ist so ein Spiel von Versuch und Irrtum. Und je mehr Leute da mitspielen, desto größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mal einen Treffer hat. Es geht letztlich um Statistik. Das ist die Idee, die dahinter steht. Und deshalb ist es aus evolutorischer Sicht eben so, dass eine größere Zahl von KMU besser ist, um den Fortschritt voranzubringen, als eine kleine Zahl von großen Unternehmen. Jetzt, wenn wir uns nochmals, zurück kurz, diese Folie hier anschauen mit den verschiedenen Verletzungen der Netzneutralität, wenn wir uns
das anschauen, nochmals das erste, ein Beeinflussen von Anwendungen, von Anwendungsmärkten, dann, also man muss sich das so vorstellen, dass dann ein Provider sagt, okay gut, wir nehmen jetzt diese Anwendung und die stellen wir unseren Kunden zur Verfügung oder die ist jetzt bei uns gratis. Also Orange sagt, wenn du Zattoo nutzt, dann bekommst du gratis Daten. Und damit haben wir auf diesem Markt eigentlich faktisch plötzlich nur noch einen Anbieter, der wirklich attraktiv ist für die Kunden und nicht mehr verschiedene. Und damit nimmt die Zahl dieser Anbieter ab und damit wird dieser Fortschritt, der ja dieses Spiel von Versuch und Irrtum eben darstellt, der wird verlangsamt. Das ist die Argumentation in diesem Zusammenhang. Also, der Extremfall ist eigentlich dann der, dass Sie, da gehen Sie zu Swisscom, von Swisscom bekommen Sie Skype, da gehen Sie zu Orange, bei Orange bekommen Sie Skype nicht, dafür bekommen Sie ein anderes Internet-Telefonie-Angebot und wenn Sie zu Sunrise gehen, bekommen Sie noch ein drittes Angebot. Also, da müssen Sie mit dem Provider eigentlich gleichzeitig wählen, welche Produkte aus dem Internet Sie kaufen wollen. Das ist so ein bisschen ein Horror-Szenario, das manche Leute haben in diesem Zusammenhang. Und das führt dazu, dass der Fortschritt gebremst wird. Das ist sichtbar. Bei den Spezialdiensten sieht es ähnlich aus. Das ist auch so. Also man lässt sich diese Priorisierung dann bezahlen, wie im Netflix-Fall, den ich erwähnt habe. Die Anwendungsanbieter, die Geld haben, die können sich so einen priorisierten Zugang kaufen. Die anderen, die kein Geld haben, die können das nicht. Und damit wird der Markt verschlossen. Das ist die Angst, die man hat im Bereich dieser Spezialdienste. Aber in diesem Bereich muss man dann auch sagen, umgekehrt, eine solche Priorisierung kann wirklich etwas bringen von der Technik her. Swisscom TV in der Qualität, die wir es heute haben, bekommen Sie ohne Priorisierung nur sehr schwierig hin. Du kannst mich nachher korrigieren. Es ist so, dass es besser läuft tendenziell mit der Priorisierung. Und deshalb sind diese Spezialdienste, diese priorisierten Dienste, etwas, das wohl nicht unvermeidlich ist, etwas, das man nicht mehr verbieten kann ernsthaft heute. Sonst müsste Swisscom dieses Produkt massiv zurückfahren. Oder? Man muss aber auch schauen in diesem Zusammenhang, dass eben nicht dann die anderen, die Konkurrenten, eben wie Herr Zekrit, nicht künstlich behindert werden, wenn Swisscom hingeht und so einen priorisierten Dienst, einen Spezialdienst anbietet, dass man eben die Konkurrenz drauflässt. Häufig ist es auch so, dass dann diese Schaubekämpfung vorgeschoben wird, also in diesem Comcast-Fall, den ich erwähnt habe am Anfang, hat man gesagt, ja, diese Dienste, die verstopfen unser Netz. Und faktisch, was dann passiert ist, man hat einfach geschaut, wo ist unsere Konkurrenz und hat die entsprechenden Dienste dann kaputt gemacht, mit dem Argument der Schaubekämpfung. Das ist problematisch. Oder? Auch in diesem Zusammenhang führt es letztlich dazu, dass es halt dann weniger Dienste gibt und dass der technische Fortschritt weniger schnell vorwärts. Dritte Fallgruppe mit dem entgeltlichen Zugang zum Endkunden, dass man eben plötzlich anfängt, von diesen Anwendungsanbietern Geld zu nehmen, das ist relativ offensichtlich, da haben Sie plötzlich Kosten, die auf Sie zukommen, die sonst nicht da sind, das heißt, Sie haben schon mal einen Teil der Anbieter, die wegfallen, weil Sie sich das nicht leisten können. Was auch wichtig ist in diesem Zusammenhang, es geht nicht nur um die direkten Kosten, die Sie haben, also das Geld, das Sie dem Provider zahlen müssen, um zu dessen Kunden zu gehen, sondern es geht auch um die Transaktionskosten und die Verhandlungen. Stellen Sie sich vor, Herr Zekrit müsste weltweit hingehen und mit jedem Provider, wo seine Kunden sind, anfangen Verhandlungen zu führen, wie viel Geld er ihm zahlen muss, um die Kunden zu erreichen. Da ist das Problem. Deshalb sollte das nicht sein, dass man Geld nimmt von den Anwendungsanbietern für den Zugang zum Geld. Sie sehen, dieses Argument nach Freedom oder diese Verordnung nach Freedom to Innovate ist ein scharfes Motiv eigentlich für eine Regulierung der Netzwerke. Und ich sehe, gerade in der Schweiz haben wir eine relativ lebendige Szene von Innovatoren, von Startups, die im Internet eben ausprobieren, was man alles noch tun kann. Das Internet ist noch lange nicht erforscht, es ist immer wieder Neues. Oder? Und gerade in der Schweiz, denke ich, würden wir profitieren davon, wenn wir etwas Solches machen. Jetzt, ich habe gesagt, ich bringe auch die Gegenseite, ist klar. Sie haben schon gemerkt, wo ich mit meinem Buch gelandet bin, nämlich auf der Seite der Befürworter. Was die Gegenseite für Argumente bringt, sind witzigerweise ähnliche Argumente. Es gibt wieder das Argument der Grundrechte, nämlich Wirtschaftsfreiheit. Die Internetprovider sagen, wir haben ein Netz, wir möchten damit machen, was wir wollen. Wir haben eine Wirtschaftsfreiheit, die ist verfassungsmäßig garantiert. Wir sind Eigentümer dieses Netzes, es gibt eine Eigentumsgarantie. Und deshalb dürfen die nicht eingreifen. Oder? Und da
letztlich läuft es eben auf eine Verhältnismäßigkeitsabwägung hinaus. Wollen wir eingreifen im Sinn dieser Netzneutralität oder wollen wir denen ihre Freiheit lassen? Und ich finde halt, wie im Kartellrecht allgemein, wenn wir jetzt zu diesem einen Argument zurückkommen wollen, gibt es grundsätzlich oder muss es grundsätzlich eine Möglichkeit geben, aus gesamtwirtschaftlichen Interessen eben auch in die Interessen der Einzelnen einzugreifen, wenn Märkte nicht funktionieren. Das ist ein Argument in diesem Zusammenhang. Telekommunikationsrecht dasselbe, sie schränken die Swisscom ein, weil sie eben gerade Wettbewerb ermöglichen. Ein weiteres Argument, das man da immer wieder hört, ist, dass man die Netze effizienter machen kann, eben mit diesem Netzwerkmanagement, das ich erwähnt habe, mit dieser Staubekämpfung, dieser technischen. Erstens ist es so, dass das nur in engen Grenzen wirklich funktioniert. Zweitens habe ich schon gesagt, Comcast-Argument oder Comcast-Fall vorhin, gibt es eben auch da die Tendenz, dass man dann über die Stränge schlägt und Dinge als Staubekämpfung bezeichnet, die eben letztlich der Konkurrenz, der Bekämpfung der Konkurrenz im ersten. Und als drittes kommt jetzt wieder das Innovationsargument, und zwar diesmal nicht bezogen auf die Internetanwendung, sondern nicht bezogen auf die Netze. Oder man sagt, ja, wir haben Ausbaupläne, wir müssen Long-Term Evolution, also LTE, das neue Mobilfunknetz zahlen, wir müssen Glasfaser verlegen, das kostet alles sehr viel Geld. Deshalb müssen wir neue Einkommensquellen erschließen, wir müssen auch jetzt von diesen Content-Anbietern, von den Internetanbietern Geld nehmen können. Das ist ein Argument, das von der anderen Seite kommt. Und ja, man sieht daran, es läuft eigentlich darauf hinaus, eben entweder Innovation auf dieser Anwendungsebene oder Innovation im Netzbereich. Ich habe mich in meinem Buch eigentlich ziemlich deutlich, wie gesagt, auf die Seite der Befürworter einer Regulierung geschlagen, und zwar einfach aus dem einen Grund, weil das Internet heute, oder ich sage es mal bisher, sehr, sehr gut funktioniert hat als Innovationsmodell. Und was die Provider wollen, ist eine Änderung, die wollen etwas Neues, die wollen dieses Konzept Internet, dieses offene Netz, wollen sie schließen, sie wollen Dinge tun, die eben nach dem, was ich gesagt habe, dazu führen könnten oder aus meiner Sicht dazu führen werden, mit einiger Wahrscheinlichkeit, dass der Fortschritt eben behindert wird. Wir werden auch von Karin Zecke noch hören nachher, wieso dieser einfache Zugang zum Endkunden, wieso der wirklich so wichtig ist, gerade für Startups. Jetzt, ich glaube, die Zeit ist durch, dann lasse ich den letzten Teil weg, es wäre noch um die EU-Regulierung gegangen. Aber ja, haben Sie sicher Gelegenheit, das nachzusprechen. Okay, danke für die Aufmerksamkeit.